Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Yes, und wir holen jetzt mal unsere ganzen... Genau. Moment. Nein, lass die Kiste mal gerade noch stehen. Ja, Kiste lasse ich stehen. Aber Kürbis nehme ich mit und das auch bitte auch rein. Neue Kisten. Ich würde uns nämlich gern Fensterscheiben machen jetzt. Unserem Schwein, dem geht's gut. Das wird gerade vorgedünstet. Dünstet. So, dann machen wir hier mal 1, 2. Irgendwann machen wir aber einen Keller, einen Lagerkeller. Ja, das ist jetzt. Oder wir machen den direkt mal. Der muss ja gar nicht so tief sein. Das reicht ja, wenn der wirklich einen Block unter dem. Lass mich mal überlegen. Ja. Da kommt ja hier eh noch eine Schicht Zebra drauf. Genau. Wollen wir eine Wendeltreppe machen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich auch nicht. Aber Ich mach mal die Tür zu, es zieht. Ja, man kann schon, aber das wäre halt eine einfache Wendeltreppe. Eine sozial nicht so hochgestellte Wendeltreppe wäre das. Das macht ja nichts. Ja, ne? Ist ja trotzdem immer noch eine Wendeltreppe. Eben. Muss man auch einfach mal akzeptieren können. Okay, warte. Nein! Mit Stein macht er das direkt, weißt du? Das Einzige, was ich gerade in der Hand hatte hier. Wenn du so guckst, hast du ein Doppelkinn. Das stimmt. So, hier kannst du jetzt erstmal deinen Zebra drüber bauen. Ich habe kein Zebra mehr. Ich habe kein Zebra. Ich habe kein Zebra. Du hast gar kein Zebra mehr. Nee, ich muss wieder Neues jagen, wenn es Tag wird. Achso, ich wollte ja Glasscheiben machen. Mach doch mal die Werkbank hier rein jetzt endlich. Ja, Mama. Hör auf, hier Kackknödel hinzusetzen. Ich muss es aber so bringen. Aber doch nicht in den Garten. Wohin denn? In die Wohnung, oder was? ich gehe mal Zebra, ne? Ja, geh Zebra. In der Nacht... Ich bin der mutigste Zebrajäger der Welt. Ich glaube auch. Nachts werden die nämlich ultra aggressiv. Ja, das weiß man ja. Ja. Na? Aber bevor ich das tue, werde ich erstmal Zeugs in die Kisten legen. So also, Fenster oder anders Fenster? Ich komme mir immer so dünn vor. Ich will was dran haben an meinen Fenster. Ich weiß nicht. Ich meinte jetzt eigentlich oder noch ein höher oder ein tiefer. Das meinte ich eigentlich. Ach so. Oder willst du da normale Glasblöcke drin haben? Nee, es stimmt alles nicht gerade hier. Warum? Die Türen sind ein zu weit rechts. Nee, das geht ja mal gar nicht. Ich hab die nicht gebaut. Nee, das ist mein Verschuldung. Dann haben wir nur eine Einzeltür. Ja, oder so. Ja, reicht ja eigentlich auch. Ja, dann wiederum geht das. Aber so nur so ein Gucklochfenster oder noch einen drüber? Obwohl, da oben kommt ja schon das Dach. Wir können das ja so lassen, oder? Dann möchte ich das aber dann doch eigentlich... Machen wir ein Glasdach? Ist das alles? Was machst du? Hä? What? Sieht auch scheiße aus. Ja. Ja. Warum tust du das? Ich wollte das mal ausprobieren. Ach so. Ja, dann lassen wir es so. Ja. Was wollte ich machen? Zeug in Kisten legen. Ja. Nein, vorher wollte ich Schilder bauen. Weißt du noch, wie Schild... Es pisst. Ja, wir brauchen ein Dach. Ach so. Ich dachte, Boden und gut ist. Weißt du noch, wie man Schilder baut? Ja, Stick und Bretter, glaube ich. Probiert mal. Das ist richtig. Natürlich. Richtige Antwort, Hohecker. Ich habe ja wieder Wer wird Millionär gespielt und aufgenommen. Echt? Ja. Sehr cool. Mhm. Bin auch sehr weit gekommen. Das glaube ich dir. Beim ersten Mal bin ich an der Frage gescheitert, welcher der 7 Zwerge hat keinen Bart? Was? Ja. Dieses Spiel, ne?
Es hat sehr Allgemeinwissensfragen. Die muss man eigentlich kennen, muss man eigentlich wissen, die Antwort. Eigentlich ist das schon ziemlich peinlich. Deswegen habe ich auch Alter gesagt. Aber jetzt weiß ich, dass Dopey keinen Bart hatte. Ich wusste gar nicht, dass einer der Zwerge Dopey hieß, aber gut. Offensichtlich. Offensichtlich. Unfassbar. Was war die andere Frage, wo ich gescheitert bin? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Daran kann es auch nicht so wichtig gewesen. Nein, aber es wäre, glaube ich, die 32.000 oder 64.000 Euro Frage gewesen. Oh, da warst du ja doch relativ weit. Ja, aber bin halt auf 1.000 wieder zurückgefallen, dann war es die 32.000 Frage. Ne? Ja, wenn ich die gemacht hätte, hätte ich ja... Hätte. Liegt im Bette, heißt Annette. Die geile... Fette. Sau. Die geile Fette. Machen wir ein Glasdach? Warum machst du Holz in die Gerumpeltruhe? Willst du mich eigentlich fest verarschen? Ja, das ist gerumpelt. Ich habe alles da reingerumpelt. Das ist der Rainbird, ey. Ich verliere die Fassung. Die Fasson, wie der Franzose sagt. What does a mob say? Keine Ahnung, was sagt der? Im Zweifel. Also, okay. Machen wir ein Glasdach. Was willst du denn mit einem Glasdach? Das ist voll schön. Ja, eigentlich würde ich dir total recht geben, aber unsere Hütte ist voll Waldschrat und dann so ein Glasdach. Ja, ist halt schon cool. Gerumpel, nicht Gerümpel. Nein, Gerumpel. Okay. Mach jetzt ein Glasdach, weißt du? Mach mal. Hau raus jetzt. Das hat man bei dem anderen auch, oder? Sieht voll scheiße aus. Was? Sieht voll scheiße aus. Wegen Glasdach. Glasdach ist scheiße. Ja, sieht. Guck doch mal. Du bist gerade voll leise, das ist total angenehm. Guck doch mal! Du bist immer noch leise, ist voll angenehm. Ja, kann ich nichts für, weißt du? Ich kann auch, es bin auch nicht immer ich schuld. Alter, sieht das scheiße aus. Das sieht aus, als gäbe es da noch keine Texturen. Ja. Das ist ja kacke mit diesen Zwischenstreben die ganze Zeit. Ja, total unnötig. Warte, wie sieht das denn aus? Ach, du hast die falschen genutzt. Wie? Ja, du musst Blöcke benutzen. Ja, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Gucken. Wenn du Blöcke benutzt, dann verschwinden die Streben. Ah, okay. Mach alles kaputt. Polterabend. Wir feiern unsere Einweihung. Yay. Wir haben zwar noch kein Dach über dem Kopf, aber was willst du machen? Machen! Was willst du machen? Guck, jetzt hast du nämlich keine Zwischenstreben. Doch. Ja, aber nicht innen. Ach so, ja gut, das nicht, das stimmt. Da hast du recht. Da habe ich nämlich recht. Die Welt wurde gespeichert. Ja. Danke, Herr Nitrado. Der sitzt da. Ja. Der alte Dicke. Und drückt Steuerung S. Alle 10 Minuten. 1000 Mal. Wir haben das geilste Wetter hier. Ja. Oh Gott, ich sehe in der Ferne den Urwald. Ich möchte mich wieder wegdrehen. Nee, den wollen wir nicht wiedersehen. Nie mehr. Nie mehr wieder. Ja, doch, vielleicht sogar irgendwann mal. Warum? Unsere alten Behausungen. Ach so. Irgendwann roden wir das Ding komplett weg. Ja, hat das letzte Mal schon so gut geklappt. Ja, stimmt. Dann stellen wir uns Leute ein, die das für uns machen. Ja. Ne, wir haben wie viele Plätze? 4? Ja. Dann machen wir noch 2 Leute, müssen wir dann einladen und dann werden wir zu 4 den Wald roden. Yeah. 200 Folgen lang. Geil. Das wird das längste Let's Play auf YouTube. Das glaube ich aber nicht, dass man das mit Minecraft machen kann, das längste Let's Play auf YouTube. Nee, glaube ich auch nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee. Ich wurde gerade sidetracked von Kohle. Sidetracked? Ja.
Stand da auf dem Bildschirm groß, Sidetrack from Kohle. Hm. Okay. Welches Level bist du eigentlich? Ich bin Level 1. Ah. Aber das Level wird offensichtlich zurückgesetzt, oder? Wenn du stirbst, ja. Ach so. Aha, ich bin nämlich 18. Was? Ich bin volljährig. Geil. Bau mal ein bisschen Glas auf, dass wir dann zerdeppern können. Gronkh hat in einem Stream gesagt, dass er bald mit Turbinator WoW macht. Ich habe in irgendeinem anderen Stream von ihm vorher hat er gesagt, irgendwie, ja, ich habe mal überlegt, ob ich nicht WoW mit dem Turbinator spiele. Finde ich schon low, dass er uns nachmacht, ja, ich gesagt. Ja. Ich meine, wir würden das nicht tun. Ein Spiel, was der erfolgreich gespielt hat, nach Let's Playen. Nee, das macht man auch unter Let's Playern einfach nicht. So ein bisschen Ehre. Let's Player-Ehre halt. Bisschen arm. Ja. Kann ich hier irgendwas von unserem Sandstrand? Soll ich da Sand wegmachen? Ich weiß nicht. Vielleicht von unter Wasser? Ja, sonst lauf halt mal ein bisschen rum und dann. Aber das finde ich nie wieder zurück. Aber ich weiß ja, wie ich mich zu dir teleportiere. Ja, dann. Ja, genau. Du weißt das nämlich. Nachher bin ich da auch irgendwo in der Wüste. Aber wir hatten doch noch Sand, oder? Ja? Ja, wir haben noch 64 und 35 Sand. Ach so, ja, dann heiz doch mal. Ich heiz mal die Wohnung mit Sand. Mach ich auch. Ich habe einen Kamin, da schmeiß ich immer so einen Eimer Sand rein, zünd den an. Brennt sehr lang. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, hast du alles kaputt gemacht. Ja. Oh, scheiße. Können wir von neu anfangen nochmal? Ja. Okay. Rerollen auf Isera. Nee, ich hab ganz viel Tropenholz wieder dabei. Warum? Das weiß ich nicht. Also. Boah! Was ist los? Geile Höhle mit dem Creepermann. Hallo, Creepermann. Es gibt alles in 8-Bit übrigens. Ist das denn alles lizenzfrei? Ja. Sicher? Ja. Okay. Ich habe geguckt, das ist alles von einem Typen. Und der hat geschrieben, könnte er benutzen. Ach so. Muss nicht mal einen Link angeben. Okay. Das wäre auch blöd, weil das wären, glaube ich, bei mir irgendwie 20 oder so. Einen Link zu dem Kanal von dem Typen gebe ich an. Ist in der Beschreibung. Okay. Wenn ich dran gedacht habe. Wahrscheinlich also nicht. Also vermutlich nicht. Ja, das ist alles lizenzfrei. Das kann man aber auch wohl ganz einfach selber machen. Es gibt nämlich Programme, da schmeißt du einfach eine MP3-Datei rein und da kommt sowas raus. Ach so. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber ist mir auch egal. Nee, muss man auch nicht wissen. Es weiß auch niemand, wie die Heilpistole bei Evolve funktioniert. Doch, das ist Technik. Die begeistert. Das ist von Audi. Ja. Die Heilpistole. War das die Audi? Die Heilpistole. Die Heilpistole, genau. War das überhaupt Audi? Kröte de Automobil. Ja, das war Mercedes. Genau. Die bekannte französische Automarke. Irgendwas haut mich. Ach, der Hunger. Der Hunger? Oh, ist eine Fledermaus. Eine Fledermaus? Eine männliche. Eine männliche, ne? Ja. Weak! Und es ist explodiert. Was? Was hast du gemacht? Sie gehauen. Mit Dynamitstangen. Dynamitfischen. Mit Dynamitfischen? Ja. Krass. Du bist Hardcore. Always Hardcore. Hardcore? Always Hardcore. Ja, wenn man lange Haare hat. Neu von Nivea. Always Hardcore. Pass auf, bald gibt's das, ey. Ja. Ah ne, wir sind ja nicht im Film König von Deutschland. Nicht? Nee. Hast du den gut? Nee. Ich fand den auch nicht gut. Leider nicht. Oh, hallo Zombie. Ich hab den nur wegen Olli Dietrich geguckt. Ja. Und dann nur wegen Olli Dietrich habe ich den halb ganz durchgeguckt. Und dann war es doch sehr enttäuschend. Ja. Der war richtig, richtig super, müsst ihr gucken. Ja. Herr Fledermaus.
Was machst du denn? Es ist späte Nacht. Echt? Nachher entführt dich jemand, ja sicher. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Psy Daisy. Psy Daisy? Ist das ein Pokémon? Ja. Ein Mops-Pokémon. Ein Mopsomon. Mopsomon. Will dich gucken, die Serie. Ja, das glaube ich dir sogar. Gucken, ob ich heil nach Hause komme. Ja. Darf man das noch sagen? Nach Hause? Heil. Ja, natürlich. Hä? Ich sage ja nicht Hitler dabei. Hast du, darf man das noch sagen? Aua! Darf man das noch sagen? Nein. Das wüsste ich. Weil Hitler hat das bestimmt auch mal gesagt. Aua? Mhm. Das glaube ich nicht. Da steht er im Haus und wichst sich ein. Darf ich schnell die Hose zumachen? Hallo Creepermann, geh weg von unserem Haus. So, den Ofen hätte ich gern woanders. Ja, mach doch. Ja, mach doch, sagt er. Ja, mach doch einfach. Kann nicht so aggressiv werden. Mach doch, ey! Vielleicht mache ich das. Wollte ich vielleicht hier gerade Sand brennen? Nein, ich brenne Eisen. Hier für dich. Kann ich wohl. Kann ich wohl. Kann ich. Hoffentlich ist der Boden feuerfest, wenn da der Ofen direkt auf dem Holz steht. Auf dem Zebrafell. Ich wollte gerade sagen. Zebras sind ja nicht entflammbar. Man nennt sie auch Asbestpferde. Ja. So Schwein. Sei frei. Und lauf in unserer Wohnung herum. Guck mal, es hüpft und freut sich. Yay! Yay! Ich bin frei. Und tschüss. Nein, nein, das überlebt bitte. Ja, das ist, wie nennen wir es denn? Wie nennen wir es denn? Kleine Eckenkind, würde ich mal sagen. Hey. Hey, Schweini. Ich wollte gerade sagen, wir nennen es Poldi. Hey, komm, ich reite auf dir. An dir brauchen wir noch einen Sattel. Da kann man auf Schweinen reiten? Ja, ich meine schon, oder? Ich weiß nicht. Ich hab das noch nie getan. Ich meine schon. Oh, ich schweine schon. Haha. Haha. Oh, jetzt habe ich gerade vor seinen Augen Schweinefleisch gegessen. Es tut mir leid. Verzeih mir. Wenn er hier in dem Haushalt lebt, dann darf er eh kein Vegetarier werden. Guck mal, der bläst mir ein. Warum macht er das? Ja. Mit großen Augen. Er weiß, was mir gefällt. Sau gut. Der Poldi. Okay, Guck mal. Da kommt unsere Fabrik hin. Ja, er guckt die Öfen schon an. Ach, er hat kalte Füße. Er läuft auf den Öfen rum. Ich glaube, 3 Öfen sind übertrieben. Nicht, wenn wir irgendwann ganz viel schneiden müssen. So. Dance, Piggy, dance. Wir brauchen noch eine Pole für ihn. Ja. Pole Position. Ja. Geiles Stück. Oh. Mit dem Mund hat er vorhin, ne? Ja. Ich sag ja nur. Du bist doch eine Frau. Ja. Hat es nach Fisch geschmeckt? Ein bisschen. Ich dachte, das ist normal bei Schweinen. Ja, wer kennt sie nicht von Iglu, die Schweinestäbchen? So, Folgenpause. Hallo Creepermann, ich passe mir durch die Tür. Hä? Ah ja.
Ey. Ja, hast du gedacht, ne? Hab ich kurz gedacht. Hast du kurz gedacht. Warte, ich muss mal gerade. Oh. Warte, ich auch, ich auch. Was hast du denn da gekackt? Nix. Voll einsammeln. So, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir... Das wird total spannend. Oh ja, ich freue mich schon darauf. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Freude. Vielleicht machen wir das Dach mal fertig in der nächsten Folge. Ja. Wahrscheinlich. Da können wir dann noch eine Etage drüber bauen. Haben wir einen Glasboden. Wow. Wir danken euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.